Einen wunderschönen guten Abend. Was heißt guten Abend? Vielleicht guckt ihr es ja gar nicht abends. Vielleicht auch einfach einen wunderschönen guten Tag. Und herzlich willkommen zu Zombie-Wars. Wars. Willkommen zu Zombie-Wurst. Das entspricht doch ungefähr dem Zustand von meinem Gehirn gerade. Hallo? Ah, wow, hallo. Mission Log, quickly find ammo and reload. Whoa. Bitch, please. Ja, fette Zombies. Also, prinzipiell erkläre ich das lieber mal, bevor ich das hier alles vorlese. Wir laufen hier rum, erschießen Zombies. In bester Ego-Shooter-Manier, wenn wir denn treffen. Die fetten Zombies stecken unfassbar viel ein. Abgesehen davon müssen wir zwischendurch immer Munition finden. Das sind diese hübschen Kisten. Ja, geh mal weg. Gott, und wir haben schon nur noch 40% Hitpoints. Wir haben so gelitten. So. Ja, also prinzipiell rumlaufen, alle 8 Kills spawnt eine neue Wave an Zombies. Damit fehlen uns jetzt noch 2. Außerdem sind hier so Secret Intel, also die Teile halt versteckt. Wenn wir da 8 Stück von finden, kriegen wir extra Hitpoints. Das ist total fantastisch. Wenn wir denn 8 Stück davon finden. Hey, hier gibt es Health Packs, die kannte ich auch noch nicht. Ganz ehrlich, ich bin... ernsthaft. Ich habe nicht so ultra den Plan von dem Spiel, weil ich es auch nur ganz kurz gespielt, aber trotzdem für gut befunden habe. Zumindest für vorstellungswürdig. So, hier ist noch so ein Secret Intel. Und naja, nach einer gewissen Anzahl an Kills unlockt man eben auch weitere Waffen. Die Assault Rifle zum Beispiel und die Shotgun, die ich allerdings beide noch nicht gesehen habe selber, weil ich irgendwie nie so weit gekommen bin, weil ich immer vorher verreckt bin, weil ich unfähig bin. Ja, bleib mal schön weg hier. Zombie. Ah, fuck. Ah, die fetten Viecher machen aber auch einfach einen Schaden. Das ist nicht feierlich. Jetzt kann ich mir gleich schon wieder die Hitpoints aus dem Haus holen. Gehen wir doch nochmal nach oben. So, wo waren die? Zweite Tür, ne? Hier? Nee. Doch in der ersten? Oder habe ich die beide ein... Fuck, habe ich... Nicht gerade verwirrt. Habe ich da echt schon beide Boxen eingesammelt? Das wäre extrem ärgerlich. Aber das sieht verdächtig so aus. Schade mit... ob es Fallschaden... von hier oben die fetten Zombies töten kann. Ja, mir geht wahrscheinlich einfach vor die Munition aus. Die halten nämlich einfach viel zu viel aus. So weit, so gut. Oder auch nicht. Hey, Shotgun Ammo Collected, super. Muss ich nur noch eine Shotgun haben. Alter, diese Sprintviecher, ne? Warum müssen die auch sprinten können? Das ist total unnötig. So, hier hinten liegt Munition. Nachladen wäre jetzt total gut. So, noch 3 Zombies, dann kriegen wir immerhin die Assault Rifle. Kann ich hier eigentlich hoch?
Nope. Wie sieht's hier eigentlich so aus? Aha. Hey, Munition. Oder auch nicht. Na, schade. Ich dachte, hier gibt es vielleicht so ein Secret Intel-Ding. Das wäre da total gut aufgehoben gewesen. Ich höre die ganze Zeit Zombies, aber ich sehe keine. Hier ist auf jeden Fall noch so ein Secret Intel. Au! Arsch. Munition für die Shotgun wahrscheinlich. Secret Intel. Wäre cool, wenn angezeigt würde, wie viel von diesen random Kisten man schon gesammelt hat. Und ich fände es total entzückend, wenn hier irgendwo Hitpoints rumliegen würden. Das wäre gar fantastisch. Hi. So, einer noch, dann gibt's die Assault Rifle. Das ist doch schon mal was. Hier irgendwas Schickes. Ich höre hier auf jeden Fall schon wieder irgendwen grunzen. Secret Intel. Here we go. Ja, bei 6 oder so müsste ich doch jetzt schon sein, eigentlich. Ich finde es ganz gut, dass ich die fetten Zombies so ein bisschen abgehängt habe. Ja, die können da mal schön stehen bleiben. Ach ja, hab ich nicht gerade gesagt, ich habe euch abgehängt. Fetten Fettklumpen. Hey, Secret Intel. Das lief ja entzückend. Ich kriege gleich garantiert von irgendeinem Zombie von der Seite auf die Fresse. Ah, Hitpoints. Ein Traum. Da geht nichts auf. Sieht's denn... Gott, diese Badewannen sind echt ein bisschen eklig. Tut das Not? Hallo. Okay. Fröhliche Stuhlparty. Ich ignoriere das einfach mal. Ich glaube, wir sollten mal die Treppe hochgehen. Das ist voll die gute Idee. Schäbige Matratze. Hier möchte man auch nicht tot über dem Zaun hängen. Hier ist nichts Tolles mehr. Oh, Alter. Ah, Munition. Brauchen wir offensichtlich gerade nicht. Gott, ich habe auch keine Ahnung, wo ich schon war und wo nicht. Wie erwarte ich hier oben immer die ganze Zeit noch so einen Zombie? Aber das müsste doch jetzt eigentlich echt mal... der letzte Secret-Karton gewesen sein. So, Assault Rifle. That's what I like. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe hier bislang noch einen Raum ausgelassen. Aber das Problem ist auch, hier sieht doch irgendwie alles gleich aus. In Wirklichkeit war ich hier überall, ne? Na, ich glaube schon. Hier waren wir, ja. Ich gehe mal wieder runter und gucke, ob ich mit der Assault Rifle Klopsi und Klopsi ummopsen kann. Super, dass Klopsi zu fett ist, um hier reinzukommen. Die sind alle zu dumm, um hier reinzukommen. Das ist ziemlich super.
Alter, wie viel die aushalten, das ist echt abnormal. So, irgendwo hier oben lag doch noch Munition, oder? Irgendwo. Ich hab leider vergessen, wo. Nee, war es hier? Nee. Wahrscheinlich sind die Kisten jetzt auch einfach weg. Keine Ahnung. Ah, hier war es. So, dann gehen wir doch mal wieder runter. Gucken, wie viel die noch aushalten. Hey, Fatty. Hoffentlich ist das jetzt der gleiche. Nicht, dass das jetzt der andere ist. Also sollte das der gleiche sein wie eben, würde er einfach schon mal über 180 Schuss aushalten, was schon einfach ein bisschen übertrieben wäre, oder? Ach, fuck, hier war das gar nicht. Das war in Wirklichkeit hier. Hier eigentlich noch was? Da hinten ist im Zweifelsfall auch noch Munition. So, Speckies. Hi. Ah, okay, ich habe natürlich zwischendurch auch so einen kleinen Zombie abgeschossen, aber trotzdem, hallo, das ist doch nicht normal für eine Bank. Oh, Munition, wie schön. Mein Problem wird auch sein, ich werde einfach niemals aus diesem Haus rauskommen, aber wobei doch, ich kann oben vom Balkon springen. Das ist voll die gute Idee eigentlich. Ich glaube, das mache ich jetzt auch einfach. Ah, ich habe noch Pistole. Ich kann noch mit der... Nicht? Hm. Es ist einfach... Hallo? Achso, ich habe gar keine Munition mehr. Das ist sehr ärgerlich. Ach Gott, die Shotgun kriege ich erst bei 32. Holla, die Waldfee. Das dauert natürlich noch ein bisschen. Ging... Ach Gott, ey. Ich und mein Orientierungssinn, ne? Oh, hi. Das ist jetzt was? Oh, Pistol Money. Das finde ich jetzt nicht so geil. Okay, die sind wir sauber losgeworden. Das war einfach als geplant. Hier grunzt irgendwie auch schon wieder eine Menge rum. Vielleicht habe ich die extra Health auch schon bekommen und habe es nur nicht mitbekommen. Keine Ahnung. Irgendwo könnte hier nochmal so ein Zombie auftauchen. Damit meine ich keinen fetten. Damit ich mal die Wave abschließen kann, das wäre sehr traumhaft. Oh, du bleibst draußen, das finde ich in Ordnung. Hier gab es doch bestimmt noch irgendwo Munition, oder? Shotgun-Munition, nur scheiße. Ja, nicht so praktisch. Ich wollte gerade sagen, so, hä, wo ist der denn hin? Und dann fand ich ihn auch schon. Hurra, hurra. Hier ist noch Munition. Ah, Rifle sogar. Das ist natürlich auch Kill the Tyrant Zombies if you can. Vielleicht kann man das auch gar nicht, weiß ich nicht.
Oder sie reagieren halt nur auf die Shotgun, keine Ahnung. Ich lasse den da jetzt einfach mal stehen. Wo ist denn jetzt bitte Zombie Nummer 24? Was ist das da? Okay, na, wo habt ihr denn jetzt den letzten Zombie versteckt, damit ich die letzte oder die nächste Wave starten kann? Hi. Du kannst mal schön in deinem Ballparadies da bleiben. In deinem Reifenparadies, meine ich. So, vielleicht sehe ich von oben einfach. Man könnte hier auch mal hinten rausgehen. Wenn man das kann, kann man aber nicht. Schade. Okay, das macht auch nichts. Tja. Ich hätte gern so einen kleinen handlichen Zombie zum Mitnehmen. Ach, Specky, Alter, geh mir doch nicht auf den Sack. Na toll, Alter, der zieht mir 30 mit einem Schlag ab. Ich glaube, es hobelt. Und wo ist hier bitte der letzte verkackte Zombie? Steckt da noch drin. Kann da auch gerne weitermachen. Sag mal, habe ich jetzt hier irgendwas Elementares übersehen? Also wahrscheinlich schon, aber. Gott, wie ist der denn durch den Zaun gekommen? Stand so nicht in meinem Vertrag. Ich komme da auf jeden Fall nicht durch, obwohl die Tür offen ist. Auch schön. Ah, guck mal, Zombie. Ach, wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Scheiße. Nur noch 10% Hitpoints, das überlebe ich doch niemals. Hilfe! So, zwei Zombies noch, dann kriege ich die Shotgun. Uah! Alter. So, Zeit ins Haus zu gehen. Ich dachte, da komme ich noch dran vorbei. Großartiger Fail zum Abschluss. Nun ja, falls ihr rausfinden möchtet, ob man mit der Shotgun vielleicht die fetten Tyrant-Zombies umklopfen kann, dann klickt doch einfach den Link unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.